Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fußballmanager 15 und ja, wir sind jetzt im Spiel gegen den FC Chelsea. Ich muss mich hier gerade noch ein bisschen puzzeln und ja, wir sind gegen den FC Chelsea dran und haben ja im letzten Spiel gegen Manchester City ordentlich auf die Schnauze bekommen. Ja, das heißt, wir sind jetzt eigentlich so ein bisschen unter Zugzwang, unsere Mannschaft ist unter Zugzwang zu beweisen, dass es drauf hat und ja. Ramsey hier erstmal am Ball. Wir stellen gerade nochmal schnell wie heißt es jetzt? Ich hab's gerade vergessen, genau. Ich stelle jetzt gerade nochmal ein, wer wen decken soll. Oh Gott, Nacho Monreal kriegt ihn und Chambers kriegt Oscar. Wiltshire deckt Falcao und Ramsey deckt Fabregas. Also es ist echt eine krasse Offensive, die Chelsea da anzubieten hat, aber ich hoffe, wir können sie irgendwie unter Kontrolle kriegen. Cech ist bei uns gerade nicht so gut dran. Gegen seinen Ex-Verein, mal sehen, was er reißen kann. Ramsey jetzt am Ball. Ja, Aufnahme ist alles okay. Özil jetzt mal vorm Tor. Und Özil mit dem 1:0. In der dritten Minute. Erstmal den Saft getrunken. Aber sehr schön, sehr schön. Das ist ein guter Auftakt hier für uns. Erstmal 1:0 in Führung gegen Chelsea. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt auch mal gewinnen, weil in unserer Mannschaft die Stimmung, die geht langsam zugrunde. Wir könnten natürlich mal wieder eine Spielerfeier organisieren. Jetzt kribbelt es in meiner Nase zum Teufel, scheiß Erkältung. Ja, ich werde niesen müssen. Ja. Genau jetzt. Mal gucken, ob ich das finde zum Rausschneiden. Wenn nicht, hab da jetzt einen Nieser drin. Ja, aber Chelsea jetzt mal in der Offensive mit Ramirez. Ich hoffe nicht, dass die irgendwas reißen können. Cech hat ihn da gut abgefangen. Oder was heißt gut abgefangen? Den muss er einfach fangen. Ja. Mertesacker gegen Falcao. Spielt auf Wiltshire. So, was macht Wiltshire jetzt? Spielt einen langen Ball nach vorne auf Giroud. Was auch immer das von Giroud war. Wollte auf Sanchez spielen. Sanchez kriegt ihn aber nicht mehr richtig. Einwurf für Chelsea. Da der Ball da gerade noch an Sanchez abgeprallt ist. Und ja. Ja, ich habe nochmal was an meinem Mikrofon geändert. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied hören wird. Aber ich hatte die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen, was bei USB-Mikrofonen normal ist, glaube ich. Aber ich habe es einfach mal in einen anderen Slot eingesteckt, der ein bisschen weiter weg war von allen anderen jetzt. Und es ist besser geworden. Ich habe kaum noch Hintergrundrauschen. Ja. Aber zurück zum Spiel. Wiltshire jetzt mit dem Freistoß auf Pastore, der außen spielt gegen Azpilicueta. Geht da schön an Azpilicueta vorbei, kann in die Mitte ziehen. Da steht Sanchez. Sanchez, was macht der? Warum schießt er nicht? Özil jetzt am Ball. Özil immer noch. Spielt auf Ramsey. Warum hat der nicht geschossen? Ramsey macht ihn schön rein. 2:0 für uns. Aber warum hat Sanchez da nicht geschossen? Das frage ich mich gerade echt mal. Was ist da mit Sanchez los gewesen, dass er da nicht den Ball geschossen hat? Ich sag's gleich, entschuldigt, wenn sich's irgendwie anhört, als würde gerade gleich jemand aus Narnia rauskommen, weil eine Tür so am Quietschen ist. Der schießt da durch Cahill durch. Gut. Aber das ist dann, ich nehme gerade ziemlich früh morgens auf und meine Nachbarn sind auf dem Weg zur Arbeit. Und ich hab frei. Aber ich hab direkt meinen Schreibtisch an der Kellertür. So Erdgeschosswohnung, ne? Und ja, könnte sich anhören, als würde da gleich jemand durch eine quietschende Tür aus Narnia rauskommen. Ja. Muss ich mir leben. Ja, abseits hier von Chelsea. Ja, und wir sind weiterhin gut dabei. Jetzt 2:0 in der 23. Minute. Das kann sich schon sehen lassen gegen Chelsea. Sanchez geht da schön vorbei. Wird da gefoult? Von ich weiß nicht wem. Was machen wir aus dem Freistoß? Freistoß Mertesacker. Oh, ganz knapp übers Tor. Ja, da ärgert er sich. Da ärgert er sich zu Recht. Der war echt knapp. Sah aber mehr aus, als hätte er den mit der Nase gespielt. Courtois mit dem Abstoß hier. Sanchez konnte ihn fast sogar behaupten gegen Baba. Chambers geht auf Baba drauf, dabei soll er eigentlich Oscar decken.
Jetzt steht nämlich Oscar frei. Da muss Chambers wieder zurück. Ja, Baba ist jetzt da, Sanchez. Mertesacker muss raus, aber Baba geht an Mertesacker vorbei. Baba und 2-1. Jo, da hat uns Baba mal so ein bisschen aus, so außen vor stehen lassen. Scheiße. Das war jetzt scheiße wieder mal. Meh. Das ist ziemlich ekelhaft jetzt. Ja, Ramsey, aber da ist wieder Chambers, ist wieder aus seiner Ordnung rausgegangen, wo er eigentlich hätte Oscar decken sollen, ist er auf Baba draufgegangen. Wäre er einfach bei Oscar geblieben, wäre es wahrscheinlich gar nicht zu dem Tor gekommen, aber naja. Er ist ja noch jung, er darf ja noch. Yo. Yo, auf jeden Fall, versuch's mal mit dem Fernschuss, ich glaube, das war Hazard. Oscar jetzt, Oscar 2-2. So schnell kann es gehen bei so einer Offensive als Gegner, die ihre Chancen dann noch nutzt. Da brauchst du nur zwei Fehler und es steht 2-2. Ja. So, Özil am Ball, geht da Mikel vorbei, Giroud holt sich den Ball, Sanchez im Abseits. Schade, das wäre nochmal schön gewesen, wenn er da jetzt durch gewesen wäre. Ich habe einen riesengroßen Schreibtisch, aber keinen Platz. Ich hasse es. So, Oscar jetzt auf Baba, auf Ramirez. Sanchez versucht da zu stören, holt sich auch schön den Ball. Giroud jetzt am Ball. Auf Wilshere. Wilshere kriegt ihn aber nicht durch. Terry köpft ihn da weg. Giroud. Pastore kann außen nicht auf Sanchez spielen. Kriegt den Ball da nicht durch. Schade, schade. Özil aber wieder am Ball. Ramsey auf Wilshere. Wilshere auf Giroud. Giroud geht vorbei und 3-2. Also es ist jetzt gerade ein Hin und Her irgendwie. Aber schön, Giroud trifft in der Liga. Das freut mich. Ja. 3-1 jetzt zur Halbzeit. 3-2. Also es ist sehr knapp hier irgendwie, was die Tore angeht. Abwehrreihen sind nicht so präsent hinten. Auf beiden Seiten. Aber dafür bügelt das so ein bisschen jeweils der Sturm aus oder der Angriff. Gehen wir mal in den Halbzeitbericht und gucken mal uns die Noten an, Herr. Wie schon gesagt, unsere Abwehr ist halt überhaupt nicht da gerade. Es gefällt mir nicht so. Aber wir sehen auch, guckt mal unsere Stimmung an. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Und das ist jetzt das Spiel hier gegen Chelsea. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis, sonst ist hier Land unter. Ja. Zweite Halbzeit. Mal sehen, was die zweite Halbzeit jetzt bringt. Wenn es so weitergeht, dann steht es da am Ende 6-4. Oder irgendwie sowas. Aber ich hoffe mal nicht, dass es so weitergehen wird. Chelsea jetzt mal hier mit ein bisschen Kurzpass. Spiel. Ramirez. Sanchez läuft hinter Ramirez her. Chambers bleibt doch schön bei Oscar, aber da ist noch einer ganz vorne. Wer ist denn da ganz vorne? War das wieder Baba oder was? Baba rennt immer ganz weit nach vorne. Das ist nicht so geil. Oh, Pastore versucht da auf Giroud zu spielen, kriegt aber nicht durch. Koscielny da, Nacho Monreal. Kriegt er den Ball da durch? Ne, kriegt ihn nicht mehr kontrolliert. Oh, wir haben von unseren 5 Chancen, haben wir mal 3 Stück reingemacht. Das ist ja schon ein Rekord für uns. Das ist ja schon richtig krass für uns. Wenn man sich mal so überlegt, wie es mit den anderen, also mit den anderen Spielen waren. Dann, ist das schon ein richtiger Erfolg. Und Mertesacker auf Ramsey. Auf Chambers. Ramsey jetzt. Könnte außen spielen oder in die Mitte. Ich weiß nicht, was er macht. Der läuft gerade erstmal ein bisschen. Mal ein bisschen Drang. Wird da gefoult. Gibt doch den Freistoß, aber Özil hätte jetzt schön den Ball gehabt. Das fuckt mich immer ab. Verzieh dich, Fabregas.
Das war eindeutig ein Foul. Özil versucht es direkt, aber das war das Dümmste, was er hätte machen können. Einfach mal aus der Entfernung direkt auf Controis spielen. Das Ding fängt er doch im Schlaf. Oh Gott, Chambers war wieder viel zu weit vorne. Mertesacker nimmt aber schön den Ball ab. Und Giroud auf Pastore. Pastore auf Wheelchair. Pastore versucht vorne auf Giroud zu spielen. Findet er auch, aber Giroud kriegt den Ball mit der Brust nicht kontrolliert. Und schon hat Chelsea wieder den Ball. Hazard, was macht Montreal so weit vorne? Was macht Montreal so weit vorne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Und kriegt Mertesacker dann den Ball vor Falcao. Fabregas wird jetzt gleich ausgewechselt in der nächsten Zeit. Wir gucken auch mal, wen wir hier mal auswechseln können. Wir wechseln mal. Ach, wir haben natürlich jetzt keinen. Wir haben Paulista nicht mitgenommen. Das ist jetzt scheiße. Aber gucken wir mal, wen wir sonst noch auswechseln könnten. Wir könnten Sanchez auswechseln. Der hat eine 3,5 und ist nicht so präsent. Dafür kommt dann Theo Walcott rein. Ja, machen wir mal so. Wechseln wir mal Sanchez aus. Pastore geht da schön an Azpilicueta vorbei. Versucht dann nochmal an jemanden vorbeizugehen. Hab ich jetzt nicht gesehen, wen, aber naja. Özil am Ball. Was macht er? Lässt sich da von Cahill den Ball abnehmen. Ganz dumm. Er hätte eigentlich auf Giroud spielen können. Sind so ein paar Sachen, die verstehe ich noch nicht, warum die Spieler das nicht einfach machen. Herr Chambers, wir sehen schon, Sanchez wird gleich ausgewechselt bei uns. Bei der nächsten Unterbrechung. Özil kann sich da den Ball holen, macht er auch. Spielt es auf Sanchez, der nochmal jetzt vielleicht mit seiner letzten Aktion im Spiel. Auf der gegnerischen Seite wird Fabregas ausgewechselt. Er wird gefoult. Jetzt kommt die Auswechslung. Sanchez für, also Walcott für Sanchez. Özil versucht es schon wieder direkt. Also, was ist denn da heute los wieder mit dem? Pedro kommt rein für Fabregas. Wir ändern direkt mal die den Teamvergleich hier, dass Pedro jetzt geleckt wird von Ramsey. Denn wir wollen hier keinen, achso, es gibt auch noch, wir machen auch jetzt mal stellen Hazard unter Sonderbetreuung. Der sieht voll aus wie ein Zombie auf dem Bild. Pastore auf Montreal wieder, nach dem Einwurf, Montreal wieder auf Pastore. Pastore könnte die Flanke bringen, kriegt er auch, aber die wird abgewehrt. Ja, so, Ecke für uns. Controis hatte, ja. Schade. Controis ist aber auch schon so ein Riese, da machst du echt nix. Jetzt muss es schnell nach hinten gehen. Unsere Abwehrspieler sind nicht die schnellsten. Ja, aber schön abgefangen. Aber Azpilicueta ist immer noch da. Walcott kriegt da schön den Kopf zwischen. Pastore jetzt am Ball. Spielt zurück auf Montreal. Auf Wheelchair. Wheelchair wieder mit dem Fehlpass. Wheelchair gefällt mir nicht so gut. Giroud auf Wheelchair. Wobei das defensive Mittelfeld auch, glaube ich, nicht sein zentral seine Hauptposition ist. Ich glaube, das ist eher das zentrale Mittelfeld. Könnten wir da mal Conquelin spielen lassen für ihn. Özil. Schön auf Pastore. Pastore, was macht er jetzt wieder? Kann wieder laufen. Bringt einen Lupfer. Wheelchair am Ball. Özil. Was macht Özil? Wheelchair wieder. Ramsey. Ramsey geht schön vorbei am ersten. Am zweiten. Giroud hat den Ball. Schießt aber schon wieder nicht. Was denn da los, Giroud? Warum schießt du nicht einfach? Na gut, aber 84. Minute. Wir gucken nochmal, dass wir nochmal auswechseln. Hier Ramsey wird jetzt ausgewechselt. Dafür kommt Arteta rein. Ja.
So, dann wechseln wir nochmal im Mittelfeld aus. Und zwar genau jetzt kommt Arteta für Ramsey. 5 Minuten noch, plus minus, weiß ich nicht, ein paar Minuten Nachspielzeit. Jetzt kommt Ivanovic rein für Baba. Und Giroud am Ball, spielt wieder zurück auf Arteta. Der eigentlich den Captain übernehmen müsste, also die Rolle des Captains. Oh, Montreal. Koscielny auf Montreal. Wheelchair. Auf Özil. Auf Montreal. Ich habe kein Zeitspiel aktiviert, also Zeitspiel ist das gerade nicht. Das ist alles Taktik. So, Wheelchair jetzt mal mit ein bisschen Platz nach vorne. Özil versucht direkt und Özil mit dem 4:2 nochmal. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Hat er mal einen Fernschuss gewagt. Nochmal, nachdem er tausende Freistöße gefühlt weggehauen hat. Aber ist dann nochmal gut gegangen. Ja, Özil jetzt mit Note 1 in diesem Spiel. Bringen wir nochmal eine Auswechslung rein, wenn das Spiel jetzt nicht vorbei ist. Ja, das Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen, 4:2. Wir haben endlich unser Erfolgserlebnis. Da wir gegen Chelsea gewonnen haben. Ja, Chambers freut sich, ich freue mich. Warum bin ich so dick? Okay, ich bin dann echt auch Fettsack, aber habe ich doch gar nicht eingestellt. Meine Güte. Naja, wir sehen uns wieder in den Nachberichten. Bis gleich. Yay. So, willkommen im Nachbericht. Und ja, wir haben endlich mal wieder gewonnen. Endlich haben wir mal wieder gewonnen. Und ich freue mich. Vor allen Dingen gegen Chelsea im Derby haben wir uns behaupten können mit 2 Toren von Özil, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat schon wieder. Hat auch Note 1 gekriegt dafür. Und ja, wir waren überlegen. Ja doch, wir hatten mehr erfolgreiche Pässe, wir hatten mehr Chancen. Ich war schon wieder kurz am Zweifeln. Aber gut, wir haben Punkte gut gemacht. Chelsea ist jetzt wieder Fünfter, aber wir sind hier wieder mit 3 Punkten Unterschied. Und nur noch 2 Punkten, also nur 3 Punkten sind wir hinter dem ersten Platz. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir gucken, dass wir echt da bleiben. Also, dass wir jetzt gucken, dass wir nicht zu viel Anschluss verlieren. Und was haben wir denn gesagt? Trotz des frühen 1:0 haben wir nicht gut ins Spiel gefunden. Das war aber nicht das erste Mal der Fall. Wenn eine Mannschaft 2:0 auf eigenem Platz führt, darf sie den Gegner keine Luft und keine Chancen mehr geben. Das ist wahr und das haben wir nämlich gemacht. Wie meine Mannschaft nach dem 2:2 reagiert hat, nötigt mir Respekt ab, hat Respekt verdient. Der Sieg war vielleicht ein Tick zu hoch. Ja, war er vielleicht. Also so schlecht war Chelsea jetzt auch nicht. Das Tor von Özil war im Endeffekt dann ein Glückstor, würde ich sagen. Noch ein 3:2 wäre gut gewesen. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben dem Gegner dumme Chancen gelassen. Und ich hoffe, wir machen das besser. Özil zum dritten Mal in der Mannschaft, bester Torschütze, obwohl er Offensiv-Mittelfeldspieler ist. Aber ich glaube, er ist auch unser bester Torschütze, den wir haben. Ja, Özil ist auf Platz 5 der Torschützenliste, also auch unser bester Torschütze. Ja gut, kann man machen, ne? 2. Platz der Fair-Play-Liste. Irgendwer ist bei uns verletzt. Aaron Ramsey, 2 Tage Oberschenkelzerrung. Kann man mit leben. Und ich würde sagen, gehen wir weiter, ne? Eine sichere Bank. Der Liverpool FC hat das Kunststück fertig gebracht, seit mittlerweile 5 Tagen auf dem 6. Tabellenplatz zu verweilen. Ja, genauso wie letztens, wer war's? Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall sind sie auch Nilpferde.